Hallo liebe SWLs, YLs und OMs, willkommen zum DD0UL-QTC. Heute soll es in unserem Videocast um die Speicherkanäle am Kenwood THD-74 gehen und wie sie programmiert werden. Nehmen wir beispielsweise an, wir haben im VFU eine Frequenz programmiert und die wollen wir jetzt in einen beliebigen Speicherkanal des Geräts übertragen. Dann fängt das Spiel damit an, dass wir natürlich erstmal die Frequenz eingeben. Zurzeit ist die 145.500 eingestellt. Wir wollen jetzt eine andere Frequenz benutzen, die 438.525. Das ist ein Repeater hier in der Nähe, Sendling, München Sendling. Wir können versuchen, den zu öffnen. Siehe da, das funktioniert. Und wenn wir den jetzt übernehmen möchten in den Speicherkanal, dann drücken wir einfach die Memory-In-Taste, das ist die gelbe Markierung hier auf der Tastatur, zu erreichen über die Funktionstaste Memory-In. Es ist hier schon angezeigt, ich kann entweder die Ziffer drücken, also die 2 in dem Fall, oder ich kann eben hier jetzt Enter drücken, weil diese Auswahl schon ist. Ich kann hier runter mit den Cursor-Tasten. Ich kann hier oben auch am Rädchen drehen, wenn ich das möchte. Es ist egal, der Effekt ist immer der gleiche. Ich suche jetzt einen Speicherkanal mir aus, wo ich es eingeben möchte und drücke Enter und schon ist diese Frequenz abgespeichert. Was ich jetzt noch machen kann, den Eintrag konkretisieren, beispielsweise hier auf Edit und als Name DB0PV und vielleicht noch Sendling dazu eingeben, also wieder Enter drücken und die Eingabe der Zeichen ist etwas mühsam, weil es noch primitiver ist als damals das T9 bei den Nokia-Telefonen. Das heißt, man muss die Tasten mehrfach drücken, bis man den richtigen Buchstaben erreicht hat und sollte ein Buchstabe oder sollten zwei aufeinanderfolgende Buchstaben auf derselben Taste sein, muss man sogar diese Cursor-Taste wieder drücken, um weiterzukommen auf die nächste Stelle. Machen wir mal DB zweimal drücken, dann die 0 und PV, das ist hier die 7 und anschließend die 8. Einmal Space drücken und dann können wir hier mit Sendling weitermachen. Wir müssen sehr oft drücken jetzt, bis wir ein großes S bekommen für Sendling. Aber dann geht es auch schon weiter. Ein N, ein D, ein L. Ein I, sehr viele Tasten drücke, ein N, ein G und schon sind wir fertig. Enter, speichert das Ganze ab. Wir können jetzt, wenn wir hier in den Memory-Modus wechseln, die Frequenzen durchdrehen. Hier oben sehen die einzelnen QRGs, die einzelnen Speicherkanäle mit all ihren Einträgen und hier sehen wir die 438.525 DB0PV, das der Repeater in Sendling, so wie wir ihn eingegeben hatten, mit der Betriebsart FM schmal mit der eingegebenen Ablage für den Repeater. Was können wir noch tun? Wir können diesen Speicherkanal selbstverständlich wieder editieren. Da gibt es verschiedene Wege dazu. Einer dieser Wege führt uns über die Menütaste und die Memory-Einstellung, also 2, weiter in den Memory-Channel und wir können uns die Liste anschauen und auch hier wieder mit dem Rädchen den Repeater aussuchen, den wir gerne editieren möchten und das lässt sich dann machen, Sendling mit anderen Buchstaben versehen und da das falsch ist, löschen wir das wieder raus. Was man auch noch machen kann bei dieser Gelegenheit, wenn wir hier in diesem Menü sind, wir können in diesem Menü können wir den Speicherkanal auch wieder löschen. Clear Memory. Wir werden gefragt, ob das wirklich so sein soll und schon ist er weg. Was nicht funktioniert, ist einen Speicherkanal zu löschen, der gerade aktiv ist, ausgewählt als Speicherkanal, also so im VFU läuft. Wir können zwar hier jetzt reingehen, wenn wir das tun, Edit, aber dann erscheint nicht die Möglichkeit, diesen Speicherkanal zu löschen. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart bei der nächsten Videosendung.
werden wir uns mit anderen Themen beschäftigen, mit dem Rundfunkempfang, mit dem Kenwood THD 74. 73 in die Runde bei